MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ubisoft. Jo, meine lieben Freunde, willkommen zu einem Ubisoft-Spiel. nein, wir spielen Watch Dogs. Und ja, jetzt wundert sich welche, ey Alter, das Spiel ist doch schon keine Ahnung wie alt. Ich mach das aber aus einem ganz einfachen Grund, weil ich das ja schon mal Let's Played hatte auf dem Gamerscheck LP Kanal. Aber boah, könnt ihr mal drauf gehen. Wir waren ja ein Team sozusagen und hat sich aber jetzt abgekapselt und macht jetzt sein eigenes Ding. Viele Grüße nochmal, Onkel, falls du das hier gucken solltest. Und ja. Dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt musst du halt nochmal machen, ne? Ich spielte nur auf leicht, in Anführungszeichen. Jetzt muss ich hier natürlich gucken. Online-Invasion, was ist das? Spiel beitreten. Ne, das wollen wir nicht. Ja, ich bin total sicher. Sprachchat machen wir auch aus. Sonst nervt es nur. Ich muss an sich nichts groß einstellen. Die Mucke werde ich definitiv runterdrehen auf 40. Definitiv. Die Effekte machen wir auch mal auf 70 runter. Hier die Musik. So. Das muss ich machen. Das hängt mit YouTube zusammen. Ja. Weil YouTube ja gerne Scheiße macht. So, dann können wir anfangen. Und dann geht's auch gleich los, meine lieben Freunde. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, bla bla blub, schreibt unten in die Comments oder als Nachricht, was auch immer. Jedenfalls geht's jetzt hier los. Es kann auch sein, dass ich mal mittendrin einfach mal nichts sage oder mittendrin in Zwischensequenzen irgendwas dazwischen sammel. Kann auch mal passieren. Soll aber nicht weiter stören. Und jo, dann würde ich sagen, wir legen los und das fängt jetzt irgendwann mal an hier, wenn der Ladebalken der Vergeltung mal vorbei ist. Das ist halt echt nervig bei WD, also Watch Dogs. Ich finde den Anfang aber recht cool gemacht, muss ich sagen. Das ganze Spiel an sich ist eigentlich cool, aber der Anfang, der ist auch richtig genial gemacht. Richtig cool, Alter. Ey, so voll geil, ey, weißt du, ey? Jetzt machen wir ihn hier. Der Schlag. Ne, komm. Ja, gut. Da. Geht los. Chicago, beinahe. Crazy macht sich eine Kippe an. Aiden, Pierce. Okay, ich bin in der Lobby von Mello. Na gut, Aiden. Dann los. Ich heck mich rein. Heck schreien, Alter! Ein bisschen lauter machen hier. Sieh mal an. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Mythen. Ich greife nur zu, pflück sie aus der Luft und sie sind mein. Nein, unser. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und Berühmten. Wir sind die Zauberer der Moderne.
Wir pflücken Bankkonten aus dem Nichts. Hörst du dir eigentlich selber zu? Was war das? Hallo? Ich glaube, da hackt sich noch einer rein. Ich sieh mal nach. Besser nicht. Halt dich an den Plan, Demir. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertrau deinem Mentor. Etwas hat Alarm ausgelöst. Finden wir es. Scheiße. Die scannen das System. Ich hab's fast geschafft. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger weg. Was verdammt ist das? Wir müssen abbrechen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Amy, es ist vorbei. Scheiter. War wohl nix, ja? Maurice. Ja? Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hackertage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein, die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Meinst du? Ubisoft Presents. Ubisoft Montreal Production. Elf Monate später. Watch Dogs. Du musst mir glauben, Mann. Wer gab den Befehl? Komm, Mann. Ich sag doch, ich weiß nicht. Du weißt es nicht? Der Familie? Gibt's Probleme? Nein. Die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Und was glaubst du, Maurice? Hast du mich erschreckt? Es war ein Job, Mann. Ich wusste nicht. Wer war am anderen Ende der Leitung? Sag mir den Namen. Ich wurde kein Name gesagt. Okay, ich sag den Namen. Lena. Lena Pierce. Ich wusste nichts von einem Kind, das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nachdenkst. Denk nach. Ach Mann, auch wenn ich Namen wüsste, ich würde nie was sagen. Diese Typen. Ich habe Sachen gehört, sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Manche Dinge kann man einfach nicht vergessen. Bitte! Wer gab den Befehl? Er hat mir am Telefon gesagt, wo ich dich finde. Das ist alles, was ich weiß, Mann. Das ist alles. Ja. Einen Namen. Ich weiß es nicht. Einen Namen. Töte mich doch. So ein Scheiß. Jetzt? Mann. So, mein Freund. Jetzt liegst du da. Maurice redet nicht mit mir. Aber ich wette, er hat mit dir geredet. Hallo, Welt. So, was haben wir denn da? Ich muss echt weiter.
Oh, was ist denn hier? Sonst noch was? Oh, guck mal hier. Ups. Hier ist auch noch was. So. Yo, Maurice! Yo, was läuft, Motherfucker? Yo. Oh, Scheiße. Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Ah! Ah! Du bist nur 2 Minuten allein. Gib mir die Kugel. Weggeworfen. Was denn, sonst hättest du ihn getötet? Ich hab... Chicago Police! Hup. Ach, da hab ich krass gedrückt. Identifizieren! Ich lade meinen letzten Autosave, weil das ist doof. Für euch. Warum habe ich Kreis gedrückt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Darum halt. Ach, jetzt. Drin ist, identifizieren Sie sich! Der Informant hat was von einer Gang gesagt. Vorsicht, die Penner spielen nicht fair. Können die Typen nicht einfach zu Hause spielen? Sicher ein Viceroy. Schusswunden, hier ist die Waffe. Und hier ist noch eine Leiche. Auch ein Viceroy. Warum mussten Sie sich das wichtigste Spiel aussuchen, um den Scheiß zu machen? Wollen Sie es den anderen versauen? Zentrale, wir haben 2 Leichen in den Katakomben des May Stadiums. Gangbanger. Verstanden. Wir schicken die Spusi. Sichern Sie Ihre Stellung. Wir durchsuchen alle Etagen des Stadions. Alles klar. Da stimmt doch irgendwas nicht. Warum töten die sich gegenseitig? Und warum auch noch ausgerechnet hier? Sieht nach einem Exempel aus. Moment. Könnte es der Rächer sein? Ist doch genau seine Art von Gerechtigkeit, hä? Was würde ich nicht alles tun, um dem mal in die Finger zu kriegen? Jo, Digga. Und den schnappen wir uns auch noch. Und zack. Boom, Alter. Ach, ich sitze auch hier. Eine Ballwurfmaschine. Lol. Okay. Was ist denn hier für einer? Nicht einer rum. Gucken, was haben wir hier? Cool. Ist auch noch was. Geil. Was man also findet hier. So, dann gehen wir mal hoch. Steckt da mal die Knarre ein, Mensch. Kann ich die hineinstecken? Wie war denn das? Irgendwie ging das. Ich weiß auch nicht mehr wie. Eigentlich L1. Aber irgendwie... Egal. Ich bekomme von Lappen. Zack. Roger's not falling for that one. Both men, of course, experts at the mind game. Two on, two out, folks. Something's gonna give soon, and it could go either way. Was zu sehen? Sonova pitches, that's a big hit! Da ist ein bekannter Viceroy in der VIP-Lounge. Lass uns das überprüfen. Okay. Mach mal halblang, Speedy. Wir brauchen dich da unten. Pass auf, dass wir keine Überraschung erleben. Na gut. Du willst keine Überraschung erleben. Dann hänge ich das Ding mal hier. So. Nein! Er bewegt sich nicht, wenn ich ihn nicht dazu bringe.
Ja, es wird noch alles erklärt halt. Erstellen. So. Ich muss da hin. Geh nicht anders. Okay. Schluck den Köder. Ist vermutlich nichts. Vermutlich. Oh, ist dann gut für den. Wo sind die anderen? Hey Sie, Sir. Das ist ja, kommen Sie her. Scheiße, Mann. Ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. Wir wollen nur reden. Hey Mann, ich hab hier meine Tickets. Lass die Hände, wo ich sie sehen kann. Das ist doch scheiße. Jay hat doch nichts getan. Zurück sofort. Sind Sie auch ein Viceroy? Ist ja nicht illegal, oder? Nicht so frech. Wie konnten Sie sich VIP-Karten leisten? Er verdient mit Sicherheit mehr als du. Ja? Womit denn? Hey, yo, Didi, ganz ruhig, okay? Gib dir... Doch, die kann die umhauen. Ey, was? Also, man muss... außen rumgehen. Es geht gar nicht anders. Ja, jetzt kommt's nochmal. Er bewegt sich nicht, wenn ich ihn nicht dazu bringe. Ja, ja. Zack. Ja, komm. Zack. Okay. Schluck den Köder. Zack. Ich hätte noch umgehen können, klar, aber... Oh, was mach ich denn? Alter! Hey Sie, Sir! Das ja, ist doch scheiße, Mann! Ihr habt ja nicht mal einen Verdacht! Wir wollen nur reden. Ey Mann, ich hab hier meine Tickets. Lass die Hände, wo ich sie sehen das kann. Das ist doch scheiße! Jay hat doch nichts getan! Zurück sofort! Sind Sie auch ein Viceroy? Zack. Jetzt hier wieder drin? Nein. Bad Boy. Die Polizei wird gleich den ganzen Komplex abriegeln. Ich stecke hier fest, wenn wir nicht verabschiedet sind. Oh. Das funktioniert also auch nicht. Alles so Sachen, die eigentlich mal funktionieren könnten. Aber nicht, wenn ich zocke. Natürlich nicht. Er bewegt sich nicht, wenn ich ihn nicht dazu bringe. Ja, so. Zack. Bauma, du Baumeister. Man nennt mich auch Bob. Okay. Schluck den Köder. Experte für Superhelden. Ah, okay. Tür auf. Sir. Das ist doch scheiße, Mann. Ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. Wir wollen nur reden. Hey, Mann, ich hab hier meine Tickets. Lass die Hände, wo ich sie sehen kann. Das ist doch scheiße. Jay hat doch nichts getan. Zurück sofort. Sind Sie auch ein Viceroy? Ist ja nicht illegal, oder? Nicht so frech. Wie konnten Sie sich VIP-Karten leisten? Er verdient mit Sicherheit mehr als du. Ja?
Hey, yo, Didi, ganz ruhig, okay? Gib denen nichts, was sie verwenden können. Irgendwas sagt mir, wenn wir euch zwei Hübschen überprüfen, finden wir mehr als genug. Die Ausweise bitte. Beide. Ich zeig dir einen Scheiß. Okay. Diesen Tritt wirst du lieben, Kumpel. Da stimmt was nicht. Oh, gleich mal Geld abheben hier. Wollen wir hin? 260? Besser als nix. Bad Boy. Die Polizei wird gleich den ganzen Komplex abriegeln. Ich stecke hier fest, wenn wir nicht für Ablenkung sorgen. Ich will den Strom ausschalten und dann rausschleichen. Im ganzen Stadion? Ich dachte, du wolltest den Rächer aus den Nachrichten raushalten. Der Strom im Stadion hängt am CTOS hinter einer dicken Firewall. Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus. Kennst du den nächsten Zugangspunkt? Im nächsten Raum. Aber du brauchst jemanden mit Sicherheitsfreigabe. Die Security muss ja Zugang haben. Bei all den Cops hier sind die sicher auch nicht weit. Hey, Sie Alan? Ja, bin ich. Gibt's einen Evakuierungsplan? Klar haben wir. Gut, leiten wir erste Schritte ein. Wir evakuieren keine 40.000 Leute, damit ihr Räuber und Gendarm spielen könnt. Es gab einen isolierten Vorfall im Untergeschoss, also riegeln wir es ab. Damit habe ich kein Problem. Ihr werdet gleich eine ganze Horde Kollegen auftauchen. Und das wird Panik auslösen. Wir müssen das Spiel abbrechen und die Leute sicher hier rausbringen. Ein Spieler braucht? Das wird reichen. Das kann ich nicht entscheiden. Dann holen Sie einen, der es kann. Bitte. Okay, Moment. Hey, gib mir Barry. Ja, dann sag ihm, es kommt zurück. Stimmt. Das ist ein Notfall. Also, wie schlimm ist es da unten? Wir wissen es noch nicht. Aber... Ui. Ui, ui, ui. Wer ist hier nicht? Nur mit einem Dingen da? Sehr doof. L1? Und Achtung! Alle schön nach draußen gucken. Was, oder? Hier ist PH2. Von hier oben sieht alles ziemlich übel aus. Der Stromausfall hat ein paar Flutlichter zerstört. Vielleicht gibt's Verletzte. Die Menschen strömen aufs Spielfeld. Put. Einer ist noch gewesen. Ach, die sind da drüben. Da komme ich ja nicht mehr hin. Gucken, ob hier noch irgendwas ist. Nö. Okay, dann gehen wir runter. Ein Hubschrauber. Über uns. Was ist das? Achso, ein Schild. Okay, dann gehen wir raus. Und versperren mal die Tür. Wo bist du, Jordi? Was? Weg! Hab ne Bullenallergie. Maurice auch. Keine Sorge, habt ihr was da gelassen. Ein Freund von einem Freund hielt mit gebrauchten Autos. In der Garage da drüben steht ein echter Klassiker. Nimm's oder lass es, egal. Ich muss... Leute, da ist gerade ein Haufen Kopf vorbeigerast. Ich habe noch keine Spur von ihm. Bleiben besser hier. Kann ich weit gekommen sein? Stöbern wir ihn auf, Leute. Wow! Da ist gerade Licht angegangen. Krallen uns mal das Auto. Ja, ich weiß, wie man fährt.
Parkhaus verstecken. Halte die Augen offen. Könnte. Ne, wir fahren da mal weg, ne? Doch. Verdächtiger wieder in 16 dran. Zentrale Verstärkung ist sicher keine schlechte Idee. Verstanden. Ein Mann ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Keine Chance, dass er uns entkommt. Verdächtiger außer Sichtweite. Wir suchen weiter. Servus. Ja, Elle. Verdächtiger ist weg. Schreib deine Warnung auf. Endlich habe ich den verdammten Schatz. Okay, da soll ich hin. Muss ihn zum Reden bringen. Aber wie? Ich habe ihn hart angepackt. Folter bringt mich bei Maurice nicht weiter. Also muss ich in seinen Kopf. Seine Schuldgefühle fressen ihn auf. Ich gebe ihm ein paar Tage. Dann wird er sich schon rühren.